Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich habe dieses Video an Silvester aufgenommen, also am 31. Dezember. Ich wünsche euch allen noch ein fröhliches, gesundes, neues Jahr. Und ihr werdet mich hier nicht so oft sehen, aber ich dachte mir trotzdem, dass ich euch mitnehme. Ihr könnt gerade sehen, ich bin da am Frühstücken. Ich habe ein Körnerbrötchen mit ganz viel Butter. Ich habe extra immer den Butter abgefilmt, wenn ich wieder neu dazu genommen habe, aufs Brot gestrichen habe. Und dann habe ich ein 3-Minuten-Ei noch dazu gemacht. Sorry für die Sauerei. Ich konnte das Ei leider nicht so gut von der Schale lösen, aber es war trotzdem sehr, sehr lecker. Und ihr könnt sehen, jetzt nehme ich gerade noch Blütenhonig, habe ich auch zwischendurch immer wieder aufs Brot getan. Und wie ihr mich schon kennt, ganz, ganz viel Butter. Ich liebe Butter und darum auch nochmals einen Reminder an euch. Ihr könnt Butter essen, so viel wie ihr möchtet. Ich mache das auch immer und ich liebe es einfach und mir tut es unglaublich gut. Dann habe ich nochmals eine Scheibe Brot genommen mit ganz viel Butter und Honig. Ich liebe diese Kombination einfach und sie verleidet mir auch überhaupt nicht. Ich denke, weil ich so viele Jahre das nicht mehr gegessen habe. Mittags gab es dann diese Spinat- und Ricotta-Teigwaren. Ich habe auch ein paar gesnackt, ich habe es leider nicht gefilmt. Dann habe ich rohe Randen gegessen, gesnackt und nachher gab es Quark mit Hafermilch und dieses Koro-Müsli, Koro-Granola. Ich liebe das, das ist so, so lecker, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich noch ein paar Himbeeren dazu genommen und das Walnussmus von Koro, auch eine absolute Empfehlung. Dann habe ich noch Honig genommen, wie ihr gesehen habt. Und ihr könnt mit meinem Code von Koro, JoyKoro, könnt ihr 5% sparen, wenn ihr bei Koro online bestellt. Also es lohnt sich wirklich, die Produkte sind der absolute Hammer. Dann habe ich mir noch eine zweite Portion nachgenommen und die ist auch schon bald wieder weg, weil es nachher noch die dritte Portion gab. Und das ist genau das Schöne daran, wenn man so frei ist und einfach essen kann, was man möchte, wie man möchte, wie viel das man möchte, egal was andere sagen, was andere denken. Es muss auch nicht perfekt angerichtet sein. Hier habe ich gerade noch das Koro Granola leer gemacht, leider schon wieder leer, weil es so lecker ist. Wirklich eine Empfehlung an euch oder auch die Nussmousse, sehr, sehr lecker, gerade auch fürs Müsli. Dann gab es nochmals Brot, eine Scheibe Brot. Da habe ich auch wieder viel, viel Butter genommen und ihr könnt sehen, rohe Randen, auch sehr lecker, ist ein bisschen süß, müsst ihr mal probieren mit ein bisschen Salz drauf. Dann gab es nochmals Butter mit Honig und einfach das, was ich gerade Lust hatte. Ja, noch 2 Reiswaffeln habe ich dann dazu genommen, auch wieder mit Butter und Honig. Einfach alles, was mit Butter und Honig ist, das begehrt mein Herz. Richtige Partystimmung, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Dann war Snacktime, da habe ich eine Kaki gegessen mit ganz viel Walnussmus. Ich habe einfach immer wieder ein bisschen Walnussmus auf die Frucht getan und habe das Mus aber auch einfach so gelöffelt. Dann am Abend gab es zuerst einen Salat zur Vorspeise. Danach haben wir Kartoffeln mit ganz vielen Soßen und Butter gegessen. Und die einen haben noch Raclette, also Käse, dazu genommen. Zuerst gab es aber den Salat, nachher gab es noch Pizza. Ich habe da eine Pizza mit Randen gemacht, war sehr, 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 sehr lecker, also auch sehr empfehlenswert. Und dann gab es noch eine normale Pizza Margherita. Ich liebe Pizza und Pizza geht einfach immer.
Dann könnt ihr sehen, dass ich da Kartoffeln genommen habe. Ich habe dann immer Salz drüber getan und ganz viel Butter. Ich habe euch extra alles abgefilmt, wie viel Butter das ich dazu genommen habe. Und das kommt jetzt in den nächsten paar Sekunden, Minuten. Aber dass ihr sehen könnt, wie viel ich da gegessen habe. Ich hatte einfach so, so Lust darauf. Und es hat mir so gut geschmeckt, diese Kombination mit Kartoffeln und Butter und Salz. Es ist so simpel, aber so lecker. Und damit ihr einfach sehen könnt, ich habe bestimmt 9 oder 10 Kartoffeln gegessen. Ich habe es nicht gezählt, ich weiß es nicht. Aber es war einfach so fein. Und ihr müsst auch wirklich keine Angst haben vor Butter. Butter ist so ein gesundes Fett, wenn man da mal nachschaut, dass Butter wirklich gut ist für den Körper. Jeder muss das für sich selber entscheiden, aber mir hat es sehr, sehr viel geholfen. Ich habe auch ganz dicke Haare wieder gekriegt und ich vermute, dass es mitunter auch von Butter ist, weil ich wirklich davon genug esse und ich mag es halt einfach auch vom Geschmack her und ihr müsst überhaupt keine Angst davor haben und ihr konntet ja jetzt sehen, ich habe mehrmals am Tag, dreimal am Tag sogar Butter gegessen, also am Morgen, am Mittag und jetzt auch nochmals am Abend und es schmeckt einfach total lecker. Ich habe auch sehr, sehr viel mehr gegessen als die anderen am Tisch, aber das war mir egal, weil das Schöne war einfach auch das Zusammensein, zu reden, zu essen. Das war das, was am meisten zählt und der Körper weiß schon, was er braucht, was er will und es ist einfach viel zu schade, um wenig oder nichts zu essen oder ständig Angst und Gedanken um das Essen zu haben oder um den Körper. Der Körper regelt das und hab keine Angst, es ist wirklich viel zu schade, wenn man sich da rüber den Kopf zerbricht. Nachtisch geht doch immer, schreib es mir gerne mal in die Kommentare, wenn du mir da zustimmst. Es gab 2 Stücke von dieser Cappuccino-Schoko-Eistorte mit Sahne und Himbeeren. Dann habe ich noch eine weiße Lindschokoladekugel gegessen und dann gab es noch eine Kakao-Lindkugel. Ich liebe Lindschokolade. Sie ist natürlich auch aus der Schweiz, aber die Schoki ist wirklich sehr, sehr lecker. Und dann habe ich noch 3 von diesen Cookies gegessen mit weiße Schokoladestückchen und normale Milchschokoladestückchen drin sind auch sehr zu empfehlen. Und zum Schluss gab es noch so einen Milchschokolade-Glückskäfer und das war's für diesen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und lasst ein Abo da. Das hilft meinem Kanal extrem weiter und ich wünsche euch nur das Allerallerbeste und einen wundervollen Start ins 2023. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.